Intervall 6, Erkundung, Labyrinth. Situation: Gavin Morrison hat die Söldnerstreitkräfte als Nightcrawler identifiziert. Er hat bestätigt, dass ihr nächstes Ziel das genetische Material eines Subjekts namens Alma ist. Morrison führt den Fear Sergeant zu einer stillgelegten ATC-Anlage, in der dieses genetische Material aufbewahrt wird. Mission: Eskortieren Sie Gavin Morrison durch die Versorgungstunnel zur ATC-Anlage. Ich wollte fragen, wie es ihm geht, aber er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Sergeant, die Verbindung wird zunehmend schlechter. Ich bin nur wenige Meilen hinter Ihnen. Wir sehen uns auf der Insel. Na dann, nach Ihnen, Sir. Sie sind mir zu langsam. Diese Tür ist geschlossen. Willst du diese Tür öffnen oder was? Nee. Das hast du nicht von da hinten schon gesehen. Die Steuerung muss hier irgendwo sein. Machen Sie sich mal nützlich, ja? Soll ich den töten? Und einfach sagen, hat versucht zu fliehen? Sieht nach einem Treffer aus. Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, Leichen. Sie war schon 3 Jahre tot, als sie zum ersten Mal herkam. Sie zerstörte sie mit der scharfen Schneide ihrer Schmerzen. Oh je. Ja, blöd. Für ihn, nicht für mich. Ich lebe. Der sieht ja witzig aus. Tja. Ich wurde nicht zerquetscht. Mir geht's gut. Na je. Bestätigt. Ha, er ist nicht gestorben, obwohl er nicht wusste, dass ich da bin. Wir haben Verluste. Okay. Diese Tür ist geschlossen. Irgendwie klingt es so, als wären da noch Leute. Nehmen Sie dies. Wo ist denn der Typ jetzt? Oh je. Okay. Ja.
Diese Penner. Ich kenne deren Tricks inzwischen so langsam. Ich weiß, man muss immer und überall mit ihnen rechnen. Wenn man denkt, oh, die sind alle tot. Nee, nee. Da hat sich einer schon seit 5 Minuten irgendwo versteckt. Und sich nicht bewegt und hat gewartet. Das sag ich doch. Nur war der jetzt gerade extra gemein. Der war extra, extra gemein. Ui. Na gut. Ich meine, das hier sieht auf jeden Fall irgendwie sehr cool aus. Ich finde es auch nice, dass die Expansion Packs generell so ein bisschen mit den Umgebungen experimentiert haben, so. Ich überprüfe das. Na, shit. Ich meine, so cool das Base Game auch ist, einer der, ich sag mal, nennen wir es mal Kritikpunkte, eigentlich ist es nicht wirklich ein Kritikpunkt an sich, aber was auffällt ist, dass sich sehr viel des Base Games wirklich nur in so Büroräumen abspielt quasi. Was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde, ich finde die Ästhetik eigentlich ganz cool. Oh shit. Vor allem, weil nicht so viele Spiele diese Ästhetik benutzen, gefühlt. Aber trotzdem ist es nice, dass hier dann auch noch so Sachen wie Höhlensysteme und so mal drankommen. Na, so einfach komme ich hier nicht hoch, hä? Okay. Und gefühlt sind diese Söldner aber schwächer als die Replika-Soldaten. Ich habe irgendwie relativ wenig Probleme, zumindest mit der Waffe hier. Andererseits, ich weiß nicht, fast schon so, als wäre diese Waffe ja effektiv gegen die Söldner. Die Schrotflinte dafür besser gegen die Replikas, weil... Oh je. Naja, ich werde mal lieber die Schrotflinte rausholen, wenn hier wieder Ninjas kommen wahrscheinlich. Mann, die wollten mich wirklich töten.
Okay, warte mal. Dieser Raum grenzt nur an diesen Raum. Kein weiterer Eingang in diese beiden Räume. Mit anderen Worten, das Ding ist so designt, also dieser Raum ist so designt, dass man das Fenster zerbrechen muss, um da durchzukommen. Da hat jemand ein bisschen vergessen, nachzudenken beim Level-Design. War ich da unten schon? Ich weiß es gar nicht. Offenbar nicht. Okay. Der wollte mich wohl nur erschrecken. Aber mich nicht angreifen. Oje. Ist nun Medikit und Granaten. Schade, schade. Kein Gesundheitsbooster. Hat das überlebt? Das hat er nicht überlebt. Au. Das brennt ein wenig. Lag hier nicht noch irgendwo Rüstung oder habe ich mich da irgendwie verguckt beziehungsweise etwas falsch in Erinnerung? Die Möglichkeit besteht, glaube ich. Dann sei es drum, wir kommen auch ohne Rüstung. Ah doch. Oh je. Naja, ich werde schon irgendwie rausfinden. Diesmal kein Jumpscare, wo der Typ auf einmal hinter mir... Das war gemein. Alle tot, alle tot. Okay.
Ja, sie wollen Widerstand leisten, aber die Söldner sind nicht so schlimm wie die Replikas gefühlt. Ich glaube auch, dass Mann, komme ich jetzt nicht durch? Ja doch. Es ging doch kaputt. Die Replikas sind, glaube ich, in offeneren Gebieten irgendwie schlimmer als in den geschlossenen Räumen. Vergiss es. Partikelwaffe. Das nehmen wir uns doch mal mit. Oh je. Jetzt kommen sie wieder mit den Ninjas an. Eieiei. Haben die etwa schon vergessen, wie allergisch diese Ninjas auf meine Schrotflinte reagieren? Glauben sie, sie können mich aufhalten damit? Okay. Meins. Okay, wir müssen runter in die Tiefen. In die Untiefen der Ungewissheit. Und in den Schacht der Verzweiflung.